Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Jetzt machen wir erstmal eine Kiste auf. Ich habe zwei noch. Regulator. Ne, Regulator war die Scheißkiste. Ah, nein, du bist zu spät. Javagramme, oh, die brauche ich unbedingt. Erstmal den Ruf. Javagramme, möge die Macht mit euch sein. Jetzt kommt er von da, na toll. Wow. Und jetzt rennt mir das dumme kleine Vieh hinterher. Es kann nichts. Was kann es? Es kann mir hinterherlaufen. Ja, toll. Ist ja wie so ein Haustier. Ja. Aber Jun war auf die Realität der Galaxis kaum vorbereitet. Zeit und Geduld waren nötig, um neue Kulturen, neue Sprachen und neue Methoden kennenzulernen. Was hat denn der jetzt hier gelabert? Er hat nur gesagt, dass er ein bisschen rumgekommen ist. Wann habt ihr euch anwerben lassen? Sicher wart ihr einsam. Ihr wart früher noch seltsamer? Wir fragen mal irgendwas Nettes. Das klingt doch interessiert. Da könnten wir bestimmt sozial Zulagen bekommen. Warum seid ihr der Armee beigetreten? Es war sehr schwer, sich an den Krieg zu gewöhnen. Das Konzept ist den Gant nicht fremd. Aber die Größenordnung des Konflikts war einfach nichts. Blablabla. Als Jun die Ziele des Imperiums verstanden hatte, wurde der Zweck der Zeichen deutlich. Jun ging zur Armee, um das Ende des Imperiums zu finden und jene aufzuhalten, die so vieles zerstören. Darum sind wir ja hier. Was haben denn die Rekrutierer gesagt? Das klappt aber nicht durch Reden. Der Chaos-Trupp wird nicht ruhen, bis das Imperium fällt. Der Sieg, den es nun zu erringen gilt, ist von unglaublicher Bedeutung. Ja, Jonas ist es. Und wieso war ja seine Rüstung nicht vereinheitlicht? Habt ihr es gesehen? Die war eben grün da und das Unterteil. Immer in den Gesprächen. Jetzt ist sie ja vereinheitlicht. Ich habe ihm mal und mir auch die TH-16 Elite Hilfssanitäter Körperrüstung gegeben. Die habe ich noch ein paar Mal im Depot gehabt. Aus welchem Zweck überhaupt? Erstmal wollte ich das Depot aufräumen und die anderen Rüstungen, die waren ja mittlerweile schon ein bisschen schlechter. Eine habe ich noch mit 48er Armierung, aber die hat, glaube ich, ist Arik. Und ein bisschen Farbwechsel ist ja auch mal nicht schlecht. Ich bin jetzt irgendwie so auf diese Rüstung gekommen, weil ich habe ja die des Protectors gekauft und die sieht ähnlich aus. Der Gürtel war, glaube ich, ein bisschen heller. Also die dunklen Farben waren, glaube ich, nicht dabei. Aber ansonsten sieht die genauso aus. Oh, Entschuldigung. Ja, das kommt von Telekom hier. Wenn man so viel telefoniert, dann kriegt man immer so einen rauen Hals. Wobei, so viel sage ich gar nicht am Telefon. Ich sage, hallo und herzlich willkommen. Nee, hallo und herzlich, nein, sage ich nicht. Ich sage, herzlich willkommen im Service Center der Deutschen Telekom. Nee, herzlich willkommen im Service Center Technik der Deutschen Telekom. Mein Name ist Commander Peace, was darf ich für Sie tun? So läuft das jetzt mal ab. Und das muss ich dann so schnell runterraddern, damit der Kunde mir nicht ins Wort fällt. Ja, mein Internet geht nicht. Am besten sind ja die Leute, die sagen, WLAN geht nicht und auf ihrem Router ist nicht mal die WLAN-Taste an. Jeder Router hat ja eine WLAN-Taste. So, wir müssen nach WOS. Oder was heißt jeder? Also die neueren Telekom-Router, die haben alle WLAN-Tasten. WOS, 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 da. So. Na, dann gucken wir mal, was es da auf WOS zu erledigen gibt. Die neuen Router von der Telekom haben ja meistens WLAN und dann gibt es eine extra Taste hinten. Und wenn die WLAN-Lampe nicht leuchtet, dann ist WLAN auch nicht an. Major, jetzt wo ihr unseren Außenposten auf WOS erreicht habt, fangen wir mit der Besprechung an. WOS wurde zuerst durch das Imperium entdeckt. Invasion war wie immer der erste Gedanke. Aber die WOS haben die Imperialen mit Leichtigkeit zurückgeschlagen.
Anscheinend können ihre Mystiker die Zukunft präzise voraussagen. Das hat sich schnell herumgesprochen. Und seither ist es oberste Priorität der Republik, die Voss als Verbündete zu gewinnen. Ich verstehe auch warum. Bin ich hier, um sie zu überzeugen? Klingt nach Unsinn. Es ist immer gut, einen Freund zu haben, der in die Zukunft sehen kann. Das stimmt. Aber den Gesamtverlauf des Krieges dürfen wir dabei nicht außer Acht lassen. Unser Problem ist die Strategie eines einflussreichen Diplomaten der Republik, Senator Evren. Evren ist sicher, dass das Imperium eine neue Invasion plant. Und er hält tausende Fronttruppen zurück, um Voss gegebenenfalls zu verteidigen. Das kann so nicht weitergehen. Wo komme ich ins Spiel? Evren könnte recht haben. Noch so ein dummer Politiker. Wie kann der Chaos-Trupp die Truppen von dieser Aufgabe entbinden, General? Indem ihr dafür sorgt, dass ihre Anwesenheit nicht mehr erforderlich ist. Leider ist Evren ein guter Freund des obersten Kanzlers und genießt dessen vollstes Vertrauen. Nicht einmal ich kann ihn jetzt überstimmen. Unsere einzige Alternative ist die Eliminierung aller verbleibenden Invasionsmöglichkeiten des Imperiums durch euer Team. Sobald Voss sicher ist, können wir unsere Truppen abziehen. Verstanden. Das ist leichter gesagt als getan. Was für eine Zeitverschwendung. Sagt mir einfach, wo ich anfangen soll, General. Meldet euch zuerst bei Senator Evren in seinem Büro, in der Fremdlingsenklave von Voska, der Hauptstadt des Planeten auf dem Berg. Evren hat einem Gespräch zugestimmt, aber er hält immer noch alle Karten in der Hand, Major. Verhaltet euch dementsprechend. Kein Problem. Lasst mich einfach meine Arbeit machen. Wir könnten ihn loswerden. Ich werde dem Senator keinen Grund zur Klage geben. Gut. Wir haben auch so schon genug Konflikte mit dem Senat. Und denkt daran, dass Voss neutrales Gebiet ist. Imperiale sind dort genauso willkommen wie wir. Sorgt also unbedingt dafür, dass eure Aktionen verdeckt bleiben. Erstattet mir Bericht, wenn ihr euch um die Situation gekümmert habt. Gaza, Ende. Okay, also keine Imperialen töten. Zumindest nicht in Voska. So, gibt's noch Gespräche? Ne, das ist nur Flottenkommando, dann werde ich erstmal raus. Runter auf den Planeten. 47. Ja, den Planeten haben wir jetzt auch schon abgeschlossen vom Level her. Weil der endet, glaube ich, genau 47. 44 bis 47 war das. Ach ja, und das Doppel-EP-Wochen ist wieder da. Darf ich ja nicht vergessen. So, heute ist ja Freitag und ich habe heute mal ausnahmsweise frei. Aber dafür muss ich morgen wieder arbeiten. Es kann also sein, dass am Wochenende keine Folgen kommen oder so. Mal gucken. PvP müsste ich auch mal wieder aufnehmen. Aber ich treffe ja meine Abonnenten nicht an. Ich bin ja jetzt entweder früh oder spät online und dann sind ja meine Abonnenten meistens nicht online. Komm, jetzt lad doch mal. Die Ladezeiten sind aber auch echt ekelhaft hier. Ein Kumpel von mir, der lädt sich hier gerade Star Wars wieder runter. Oder beziehungsweise er holt sich die Updates, weil er Star Wars komplett deinstalliert hat und jetzt mal wieder installieren wollte, um zu gucken, wie das ist, was da abgeht. Ob es ihm wieder Spaß macht oder nicht. Aber wahrscheinlich eher nicht, weil er jetzt irgendwie schon seit sehr langer Zeit lädt. Ich weiß nicht, wie viele Gigabyte Updates, aber auf jeden Fall sehr viel. Was sind das für Typen hier? Major, Captain Marshall, Sir, 81. Infanterie. Ich freue mich sehr, euch zu treffen. Ganz meinerseits. Kann ich euch helfen? Ich kann jetzt nicht reden. Braucht ihr etwas, Captain? Wir müssen wieder in den Einsatz. Wir sind ja schon seit Wochen eingepfercht. Haltet euch zurück, Private. Es tut mir leid, Major. Es heißt, dass ihr hier seid, um uns wieder in den Kampf zu führen, stimmt das? Wieso ist jetzt Elara dabei? Eigentlich hatte ich Juno als Gefährten dabei. Egal. Also das ist Elara, sie hat den Frontaufklärungshelm auf und auch die Frontaufklärungsrüstung. Ich glaube, alles vom Frontaufklärungsteil. Habe ich jetzt extra den Helm gekauft für 380.000 Credits. Musste ich ein Credit Transfer Ship kaufen, damit ich überhaupt so viel Geld haben kann. Und auf den Helm habe ich schon ewig gewartet. Warum? Damit ich die Rüstung jetzt komplett habe, sie zusammen hinzugefügt wird und ich sie jederzeit wiederholen kann. Weil die Rüstung an sich gefällt mir, aber der Helm ist so ein bisschen klobig. Besonders für so eine kleine, schmächtige Frau. Also dann lieber für so einen großen
muskulösen Typen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich darf nicht über die Mission reden. Es stimmt. Freut euch nicht zu sehr auf die Schlacht. Einsatzinformationen sind streng geheim, Captain. Tut mir leid. Kommt schon, Major. Wir laufen hier noch die Wände hoch. Gebt uns irgendetwas. Das reicht jetzt, Private. Waffen überprüfen, Rüstung putzen und Ausrüstung verstauen. 5 Minuten. Los. Und Major, falls ihr wirklich deshalb hier seid, dann viel Glück. Wir können es kaum erwarten, wieder auszurücken und es den Imperialen zu zeigen. Bis dann. Jo, hau rein. Ah, jetzt gibt es wieder schöne Erfahrungspunkte hier. Das ist geil. Und ich bin nicht gebufft, aber das ist noch egal. Ja, das war das Heldenmoment. Geil. Warte mal, ach so, ich muss mich selber anklicken, dann ist es auch... So, jetzt bin ich gebufft. Ja, das war natürlich toll. Ich kann jetzt in dieser Folge meinen Heldenmoment nicht mehr aktivieren, da es jetzt 10 Minuten Abklingzeit hat. Das ist natürlich kacke. So, die Quests hier, nehme ich die an? Nee. Ich lasse es, ich mache nur Story. Nur das Nötigste, wir wollen auf nach Corellia unbedingt. Wenn wir die Story abgeschlossen haben, dann sind wir... Ja, Corellia ist auch schon der letzte Planet sozusagen. Ilum wäre dann noch so als Bonus, der hat noch eine eigene Planeten-Story, wo auch viele Flashpoints dranhängen, die man dann als 50er nachher macht. Ah, da mag ich gar nicht mehr reingucken. Ach so, erkundet habe ich ja hier alles schon. So, da war eine Bereichsquest. Dann werde ich jetzt mal nach oben zum Senator hingehen, ins Büro. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich habe gelesen, dass die Voss beeindruckende medizinische Verfahren haben. Ich werde mir das genauer ansehen. Genau, kannst du gerne machen. Und tschüss. Zu Befehl. Soll sie sich die Verfahren angucken. Ah, jetzt passt sogar meine Rüstung irgendwie zu den Planeten. Wegen Tarnfarben, ne? So hat das hat die Farbe des Grases. Warum gehe ich eigentlich zu Fuß? Ich weiß es nicht. So was Schlechtes. Eine Kiste hatte ich ja schon geöffnet. Irgendwie bin ich jetzt in Versuchung, eine zweite zu öffnen, weil die andere so scheiße war. Aber das Gute ist ja, ich habe die ja schon alle früher geöffnet. Die sind ja schon an mich gebunden. Ich weiß selber nicht mehr, was drin war. Ah ja, genau, und den Kristall hier, der ist... Oh, 20 Stunden noch. Nee, den gebe ich jetzt Jun. Nicht Jun, Tanovik gebe ich den. Dann können wir auch gleich mal sehen, wie das aussieht. Wie die Farbe des Kristalls aussieht. War doch Ausdauer, ne? Richtig. So, jetzt muss ich mal auf den Leiter aufsteigen. Und ich glaube, absteigen muss ich mit dem Buff. Dann zieht er kurz sein Schwert. Ich weiß nicht. Der sieht irgendwie genauso aus wie die Farbe davor. Großartig Veränderung war da nicht. Ich habe gerade einen Kristall, der ein paar Millionen wert ist, an mich gebunden. Nein! Ah, Major, bitte, kommt herein. Macht es euch bequem. Ich esse gleich zu Abend. Wollt ihr mir nicht Gesellschaft leisten? Soweit ich weiß, gibt es auch einen ausgezeichneten jandrilanischen Wein. Nein, danke. Hört sich gut an. Versucht es nicht auf die nette Tour. Genau, ich habe jetzt... Wen habe ich dabei? Ich habe Jun dabei, dann mache ich... Das ist ein großzügiges Angebot, Senator, aber ich fürchte, die Mission hat Vorrang. Natürlich. Ihr habt einen Auftrag zu erfüllen. Das kann ich respektieren. Obwohl ich es zu schätzen weiß, dass General Garza ihre Besten schickt, habe ich Vorbehalte gegenüber ihrem Plan. Militärische Einsätze sind hier sehr riskant. Die Voss haben Gewaltanwendungen zwischen republikanischen und imperialen Besuchern strengstens untersagt. Mit Verlaub. Ich denke, es wäre besser, wenn das Imperium den ersten Schritt unternimmt. Ja, jetzt muss ich ihn erstmal ausreden lassen. Mit Verlaub, das sehe ich anders. Die Imperialen sind schon mal einmarschiert. Wie wollt ihr das beurteilen? Wenn wir warten, bis die Imperialen angreifen, müssen wir unter ihren Bedingungen kämpfen.
Ist der Hinterhalt kein anerkanntes militärisches Manöver mehr? Es scheint mir die ideale Vorgehensweise zu sein. Und der oberste Kanzler stimmt mir zu. Wenn ihr glaubt, ihr könnt das Invasionspotenzial des Imperiums eliminieren, ohne von den Obrigkeiten der Voss entdeckt zu werden, habt ihr meinen Segen. Ihr werdet unter meiner direkten Leitung arbeiten und ich werde eure Aktivitäten durch eure Rüstungskamera verfolgen. Wenn ihr zu weit geht, ist die Mission beendet. Ist das klar? Verstanden. Das kann ich nicht zulassen. Keine Chance, Averyn. So, ich habe gerade gesehen, wir haben Tanovik dabei. Ja. Den habe ich auch vorher den Kristall gegeben. Wenn ich mal nicht so vergesslich wäre, dann wüsste ich das auch. Was nehmen wir hier am besten? Keine Chance, Averyn. Das kann ich nicht zulassen. Ich mache die Dinge auf meine Art und ihr werdet hier sitzen und euch das gefallen lassen. Ich habe einen Erlass vom obersten Kanzler persönlich. Ihr nicht. Ich gebe hier die Befehle. Schaut euch nun diese Berichte vom SID an. Ein imperialer Agent namens Todbringer ist auf Voss gelandet. Der Todbringer? Todbringers Spezialität sind Täuschungsmanöver. Er sät Verwirrung und Chaos auf einem Planeten, kurz bevor das Imperium seine Invasionstruppen schickt. Seine Anwesenheit beweist ihre Absichten. Wo hält er sich auf? Wenn ihr das sagt, macht ihr Witze? Der Invasionsplan des Imperiums ist ein Typ mit einem gruseligen Codenamen? Natürlich nicht, Major. Ich glaube, dass dieser Mann nur ein Teil des Puzzles ist. Der SID glaubt, dass Todbringer sich in einem Höhlensystem am Fuße von Voska versteckt. Die Koordinaten stehen in den Berichten. Ich glaube, die beste Vorgehensweise ist es, die Höhlen nach Daten zu durchsuchen und Todbringer im Rahmen der Suche festzunehmen. Einverstanden? Einverstanden. Von mir aus. Wieso fragt ihr mich auf einmal? Das auf einmal. Wer ist das? Obisai. Ich mach mal kurz weg. Ich werde ihn gleich nochmal annehmen. Wieso fragt ihr mich das auf einmal? Ja. Seit wann seid ihr an militärischen Ratschlägen interessiert, Senator? Ratschläge sind immer willkommen. Sarkasmus nicht. Sprecht mit meinem Partner Kurutama, wenn ihr geht. Er beschäftigt sich mit anderen Angelegenheiten, bei denen ihr ihm vielleicht helfen könnt. Und denkt daran, ich beobachte euch. Das finde ich jetzt nicht toll, dass du mich beobachtest, du oder Spanner. So, hier noch ein Codex-Eintrag, aber die habe ich in letzter Zeit auch nicht so oft geöffnet. Wichtige Personen. Senator Averyn, Soldat, naja, so wichtig ist er auch nicht. So, hier sind wir fertig. Wo müssen wir jetzt hin? Ins nächste Gebiet. 1, 2, 3, 4 Missionen müssen wir machen. Ich sag mal so 4 oder 5 Folgen, dann sind wir ja auch wieder weg. Dann müssten wir auf Corellia sein. So, ich mache hier mal einen kleinen Schnitt. Bis gleich. So, ich bin schon ein bisschen weitergeflogen hier im ersten Gebiet. Und ich wollte mal gucken, wie stark die Gegner sind, wie schnell ich die kaputt bekomme. Ich nehme einfach mal Arik mit. Was habe ich? Ne, sind alle gleich stark, alles 3 starke, okay. Mhm. Jo, geht so. Arik hat hier... Oh, Arik hat die bessere Waffe. Ich muss nachher auch nochmal eine andere Sturmkanone nehmen. Ich habe, glaube ich, auch noch den koreanischen Bunkerbrecher. Habe ich... Aurek, genau. Die werde ich dann mal ausrüsten. Aber leider habe ich noch keine Modifikation dafür. Es kann sein, dass sie dann auch nachher für 50 nehmen, für Level 50, dass wir da eine ordentliche Waffe haben. Beziehungsweise ich bräuchte den auch 2. Ich bräuchte ein ganzes Equip. Einmal als Heiler und einmal als DD. Oh, ich sehe hier noch eine zum Plündern. Geil. Jetzt kann ich wieder ein bisschen weiter leveln hier in den Crew-Fähigkeiten. Neutronium. Oh, das hatte ich mal richtig teuer verkauft. Irgendwie ein Stack für 70.000. Also ein Stapel hier, 99 Dinger. Oh, gleich noch mehr Geld. Geil. Zum Glück bin ich ja bevorzugter Abonnent, bevorzugter Spieler. Weil ich mal Abonnent war. Also Leute, die kein Abo haben und auch nie hatten, die haben nur eine Crew-Fähigkeit. Das ist richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, was man da nehmen soll. Am besten hacken, dass man immer am Wegesrand diese Tresorkisten öffnen kann. Dann hat man wenigstens Geld. Aber mit irgendwelchen Rohstoffen kann man nichts anfangen. Außer verkaufen. Dann kann man auch gleich hacken nehmen.
Oder man hat halt mehrere Charaktere und mit jedem hat man eine Crewfähigkeit und dann schickt man den Kram da hin und her. So, nur mal rein hier. Wie tief ist die Höhle? Oh Gott. Ist ja doch wieder ein bisschen weiter. Jo, kann losgehen, Arek. Also Arek hat auf jeden Fall die geilere Waffe. Rüstungstechnisch sieht das genauso aus, nur halt in Rot. Ich glaube, der hat auch die Hilfssanität der Rüstung an. Elite-Hilfssanität der Körperrüstung, genau, aber halt episches Teil. Das habe ich mir irgendwie billig im AH gesehen für 20.000, 30.000. Da habe ich gedacht, das kann ich mir kaufen. Das ist es dann schon wert. Weil die ist ein bisschen länger gut als diese blauen Rüstungen. Die könnte man, glaube ich, auch bis 49 tragen. Bis 50. Also wenn man 50 wird, dann kann man sowieso natürlich die ganzen Superrüstungen anziehen. Na kommt, heb auf hier. Noch mehr Gegner. Aber hier soll man die Gegner nicht töten, oder? Doch, soll man auch. Naja gut, die liegen eh auf dem Weg. Go, Arik, go, Arik, go. Kannst du zuerst angreifen? Dann habe ich wenigstens nicht die Aggro. Warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Ja, sehr schön. Habe ich ihn gerade noch so erwischt. Aber ich dachte, die anderen laufen auch mit, aber das sind Fernschützen. Naja, man kann nicht immer alles haben. Gibt es hier irgendwie Wissensobjekte? Sieht nicht so aus. Also hier gibt es ja auch manchmal in den Phasen drin, die Wissensobjekte. Können auch nur mit der Klasse geholt werden oder man geht halt mit. Imperialer Guerilla-Kommandant. Na, ich mache noch kurz eine Heilung rein hier. Und dann kann Arik auch schon angreifen. Komm. Schubst mich mal ein bisschen durch die Gegend. Oh, er hat mir ein Messer reingerammt, die Sau. Na, das war nicht gut. Da habe ich den Unterbrechungsschuss zu früh gemacht. Was? Schädigung des Imperiums. Wir haben jetzt 10 imperiale Kampfsoldaten auf was besiegt. Wow. Dann brauchen wir noch 50, dann brauchen wir 100, dann brauchen wir 500. Und dann hat man das schon mal freigeschaltet. Aber es gibt nichts dafür. Ich mache mir hier noch einen kleinen Schnitt. Ich hatte ich noch mehr geschrieben. Ich muss mal kurz antworten. Ah, verdammt. Achso, jetzt ist sie schon tot. Die hat mich gerade von hinten angegriffen, wo auch mir die herkam. Die olle Tante hier. Gorilla-Tante. Guerilla. Los, 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 los. Und jetzt... Oh, hau ab. Nein, kann ich nicht. Ach, das Abrissgeschoss, das unterbricht auch gleichzeitig. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, die droppen natürlich wieder nichts. 6 Gegner brauche ich noch. Da ist einer. Ich nehme lieber alle mit. Wer weiß, wie viel ich da noch krieg. Weil wenn ich die ganzen Gegner schon töte, dann möchte ich wenigstens auch die Bonus hier schaffen. Jetzt fehlen noch 5. Das ist aber der letzte hier. Komm, schieß. Ah, zu spät. War sie schon tot. Oh, Arik, wenn du doch noch heilen könntest, das wäre so toll. Ich bin nur so faul, selber zu heilen. So, da sind noch 3. Ja, super. Das sind auch nur Schwache. Da ist noch eine. Oh. Den habe ich nicht gesehen. Oh, oh, oh. Fuck, jetzt habe ich den hier nicht. Ja. Ich
dachte, er wäre schon tot. Manchmal ist es wirklich ungünstig, dass ich das nicht anzeige, dass die Gegner alle rot sind, dass sie nur angezeigt werden, wenn ich drüber gehe. Muss ich vielleicht doch mal ändern. Also ich habe das ja hauptsächlich wegen dem Let's Play gemacht, dass hier nicht überall immer rot oder grün alles ist. Das ist dann schon irgendwie ein bisschen nervig, wenn man das immer auf YouTube sieht und alles ist rot oder grün oder gelb. Wenn es dann neutrale sind. So, jetzt muss ich doch bestimmt gleich kämpfen. Dann hole ich mir lieber jemand anders dazu. Ein Tank vielleicht? Naja, gut, nee. Ich lasse Arik einfach zuerst angreifen und dann heile ich ihn hoch. Das müsste es ja auch tun. Ich bin sprachlos. Ist es immer so auf dem Schlachtfeld? Gibt es immer so viele Opfer? Ich fürchte ja. Das gehört alles zur Arbeit. Das kann ich am besten. Ach, jetzt habe ich ja Arik dabei. Na, ist egal. Es ist schlimm, aber notwendig. Eine schreckliche Notwendigkeit. Genug, fahren wir mit dem Auftrag fort. Hier ist Agent Kellor vom SID. Er soll uns helfen. Mein Team wird sich um die Schwerarbeit kümmern, Major. Schaltet einfach die Konsolen ein und wir hacken uns rein. Keiner bewegt sich. Ich habe euch im Visier und töte euch auf der Stelle. Ganz ruhig. Todbringer, richtig? Ihr macht mir keine Angst. Ihr müsst dieser Guerillakämpfer sein, von dem ich so viel gehört habe. Ich stelle hier die Fragen, nicht ihr. Das ist eure Chance, Major. Nehmt ihn in Gewahrsam, um ihn zu verhören. Wir sprechen später. Sprecht ihr mit ihm. Seid still. Überzeugt ihr ihn nur, sich zu ergeben? Ich warte. Todbringer, hört zu. Es bringt nichts, diese Soldaten zu töten. Wir wissen, wo ihr seid. Ihr könnt nicht entkommen. Warum macht ihr es euch so schwer? Die Republik behandelt ihre Gefangenen gerecht. Ergebt euch und euch wird nichts geschehen. Spart euch das. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Nicht so schnell. Netter Versuch, Senator. Stimmt. Wir können das auch ohne weitere Gewalt beenden. Nein, können wir nicht. Oh, doch können wir. Oh mein Gott, Tarnkommandos. So, der wäre schon mal weg. Zack, auch weg. Boah, ihr habt keine Chance. Komisch, jetzt steht er da unten. Ich meine, ist er Scharfschütze? Präzisionsschütze. Warum ist er nicht da oben bei der Kiste geblieben und schön auf Fernkampf? Hä? Warum steht der jetzt da? Er bringt dir das Schild ja auch nichts. Okay, aber der ist auch zu einfach irgendwie. Der ist ja noch 44. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Aber nachher im letzten Gebiet ist es so, dass... Ich muss zum Computer zurück. Im letzten Gebiet sind die Gegner auch 46, 47. Da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Ob ich dann immer noch so überheblich bin. Major, ihr solltet ihn doch am Leben lassen. Ihr solltet ihn verhaften, damit er verhört werden kann. Das tut mir leid. Das ist nicht mehr möglich. Nicht immer möglich. Verschwindet und nervt jemand anders. Es wird nicht wieder vorkommen, Senator. Gut. Wir können uns auch keine weiteren Fehler mehr leisten. Also die Konsolen. Hoffen wir, dass sie auch nur die Hälfte der Informationen enthalten, die Todbringer uns hätte geben können. Treffer. Mehrere Lieferungen von Paul Blacks. Das ist ein Waffenschmuggler hier auf Voss. Blacks liefert wohl geschmuggelte Waffen an das Imperium. Verdammt, wir haben die falschen Schiffe beobachtet. Ich finde heraus, ob das stimmt. Das hört sich seltsam an. Hört sich unwahrscheinlich an. Wo befindet sich Blacks?
Ich übermittle die Übergabekoordinaten aus den imperialen Akten. Sieht aus, als wäre das ein passendes Versteck für Blacks. Geht dorthin und befragt ihn sofort, Major. Und das meine ich so. Ballert diesmal nicht wieder herum. Wenn ich etwas sagen dürfte, dies ist auch das Gebiet des Schreins der Heilung. Ein heiliger Ort der Voss-Kultur, der viele diplomatische Möglichkeiten bietet. Was meint ihr damit? Ich brauche keine Heilung. Ihr verschwendet meine Zeit. Was spielt der Schrein der Heilung bei unseren Plänen für eine Rolle? Um Zugang zum Schrein der Heilung zu erhalten, muss man mehrere äußerst gefährliche Prüfungen meistern. Nur wenige Fremde haben das bisher geschafft. Wenn ihr die Prüfungen abschließt, würdet ihr außerdem den Boss demonstrieren, dass wir ihrer Freundschaft würdig sind. Dann tue ich das. Mal sehen, ob wir Zeit haben. Vergesst es. Ich stelle immer gerne die Fähigkeiten der Republik unter Beweis. Wir sollten uns beeilen. Schließlich wollen wir nicht, dass uns diese Waffenschmuggler entwischen. Ich bin sicher, das wird eine wichtige Erfahrung für euch. Ich sollte euch außerdem warnen, dass dieses Gebiet, wie viele andere auch, von den Gormaks heimgesucht wird. Einem gefährlichen einheimischen Volk, das seit Jahrhunderten Krieg gegen die Boss führt. Einer der Einheimischen, Suvarak, kann euch mehr erzählen. Viel Glück. Gut. Dann werden wir mal diesen Einheimischen aufsuchen. Ach Gott, das ist alles noch Müll. Was? 100 Planetenauszeichnungen? Wie viel habe ich jetzt? 84. Das hat aber auch ganz schön früh an. Kann ich ja noch ein paar Missionen machen, ne? Ich könnte quasi auf Ort Montel noch einmal die ganzen Missionen machen, auf der Heldeninsel. Kriegt man auch, glaube ich, 10 Marken, das würde das auch noch reichen. Hätte ich immer noch ein bisschen Platz. Achso, warum renne ich jetzt überhaupt raus? Wo muss ich hin? Ins nächste Gebiet. Dann sage ich hier erstmal, danke fürs Einschalten, euer Commander Peace. Peace out.